Hier ist es also. To give my respects to our honored guests from the Alliance Military Force and from the Communion of Thrall, who have worked just as hard, if not hard, to ensure the peace of the Thrall system. Here to give a morale boosting speech. You can always depend on him for one of those. My friends, the time has come. We have suffered long and hard because of the seed. But we have acquired an ultimate weapon with which we can use to defeat them. It is the Gates of Denikea, left on each of the three planets of this system. Now we make our way to the unification point, where we'll seal away the seed forever. However, we must defend these critical confinement systems until that time comes. I ask of you, the Allied Army and fellow Guardians, to work together in this most desperate hour. If we succeed, peace shall once again reign throughout the Garoa system. We must fight on together into victory. That's all he's got to say? A lot of hot air. Hot air? You take that back! Es ist doch wahr. Ethan, not now. Oh, it's you again. Captain Kurtz. Hey, er hat neue Rüstung. Ich muss diese Rollen. You all right? You're injured. Keep your sympathy for your friends. He was just trying to be nice, you ungrateful piece of scrap metal! All I ask is when the time comes, you stay out of my way. Do us a favor. Cut the high and mighty stuff, will ya? We've all risked our lives here. And what of it? We have been fighting for over 100 years. Before the Seed, we were fighting to keep the peace between the humans and other races. We have no need of your emotions or greed in our battles. They're what created the problems in the first place. Since you seem to understand, do us a favor and stay out of our way. Let's go. Wo war er verletzt? Oben am Kopf, oder was? Who does he think he is? Talking about us like we're a bunch of parasites? Give him a break. He's been at this longer than you. And I suppose you agree with him, right? We are both castes, but our internal systems work quite differently. Why am I not encouraged by that fact? Uh-oh. Polizei, was? The seed have come. Und dafür benutzt ihr eine Polizeisirene? So, dann gehen wir mal ins andere Silent Hill hier. Oh. Oha. Oh, mit das Video. Die haben wir auf dem Track noch gar nicht gesehen, ne? Autsch. Gegen die Massen sollen wir jetzt ankommen. Schickt mich in den Kampf. Yeah. Oh. Die Seed umzingeln das Restriktionssystem. Die Fabrik und die Leitung, die das System mit Energie versorgt, werden beide angegriffen. Aufgrund dieser Situation wird das Hauptquartier die Streitkräfte in verschiedene Teams aufteilen, die dann das Gebiet patrouillieren. Unsere Gruppe wird vom Basislager aus ins Gebiet A verrücken und die C-Typen und die mutierten einheimischen Lebensformen zerstören. Laut unseren Satellitendaten entspricht die in Gebiet A befindende Anzahl von Feinden ungefähr einem Bataillon. 1000, oder? Mehr? 10.000? Ein Bataillon? Ja, unsere Aufgabe ist es, dieses Bataillon zu eliminieren. Hey, warte mal. 4 gegen ein ganzes Bataillon ist verrückt. Wie wahrscheinlich ist es, dass wir Erfolg haben werden? Laut Angaben des Hauptquartiers beträgt unsere Erfolgswahrscheinlichkeit 6,25%. Aber Sie sollten sich zu diesem Zeitpunkt keine Gedanken um Wahrscheinlichkeiten machen. Wird die Seed jetzt nicht stoppen, ist die Zerstörung Gurhals nicht mehr aufzuhalten. Die Erfolgswahrscheinlichkeit liegt nicht bei 0. Es ist das Beste, was wir zu diesem Zeitpunkt tun können.
Yeah. Was? Willst du hier warten, während wir anderen uns darum kümmern, Tonio? Niemand hat gesagt, ich würde nicht mitkommen, oder? Wir müssen alle unser Bestes geben. 6%, komm, ey. Oh, wir können uns hier nochmal voll aufladen. Oh, perfekt. 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 Warte mal, dann heile ich euch mal hier mit. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Okay. Das hier müsste eigentlich besser werden, ne? Weiß nicht, ob das was bringt, wenn ich das auf Level 2 bringe. Das bringt, glaube ich, erst ab Level 10 was, ne? Also dabei. Ja, ja, ja. War ich hier nochmal? Da. Und dann düsen wir los. Die Waffen nochmal irgendwie wechseln. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Ja. Eis, ne? Feuerwaffen. Das ist meine Lieblingsmission, auf jeden Fall. Einfach ganz viele Gegner töten. Gut. Noch mehr von euch? Ja, 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 immer. Nein, 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 nicht einfrieren. Wow. Wow. Ihr seid ja so gemein. Aber die sind nur denn flüssig, ne? Also gar nicht so stark. Da sind noch welche. Bei denen muss ich mich auf jeden Fall vorsehen. Auch mehr Widerstand, glaube ich. Oh, 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 oh. Ah, lass sie doch mal näher kommen. Lu. Wo? Da. Kann ich dir verfehlen? Ach, das gibt's da nicht. Mach hinne. Werd fertig. Das und das. Oha, wir haben Level 21, aber es gibt keinen weiteren String von der Attacke, ne? Ne, das war. Gab es nirgends einen Weg, wo wir noch hin müssen, oder? Weißt du, in der Mission gab es irgendwo so eine Stelle, wo man runter konnte. Nicht gleich? Ne, da geht's nicht runter, ne? Das ist ja gesperrt. Wo man quasi Gegner verpassen konnte. Und dann hätte man die Mission nicht perfekt gemacht, quasi. Mal schauen. Irgendwo kommt so eine Stelle. Da vorne ist er, glaube ich. Vor mir, da rechts. Okay, nur eine Eisattacke. Ein andauerndes Eisfeld. Das ist das Schlimmste. Hi. Der ist schon gut getort. Autsch. 500. Was? 37 Grad? Yeah, Level up.
Da geht's runter, ja. Okay. Herkommen, herkommen, herkommen. Wir haben doch keine Zeit. Auch keine Feuerwaffe, ne? Hätte ich auch nicht kaufen können oder so? Nö. Aber nachher kommen auch bestimmt andere Gegner als die Scheißviecher. Könnt ihr den mal angreifen? Ja. So, jetzt hier runter. Da kommt noch keiner. Ich könnte schwören, hier waren irgendwo Gegner. Komm schon, täusch mich nicht. Ne, hier nicht. Okay. Die komische Uzi auch so viel Schaden macht. Eins. Hopp. Der kann der gar nicht mehr haben, oder? Doch. Nein, 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 ich will nicht sterben. Gut, knapp. So, geht's hier hinten noch irgendwo runter? Karte, Karte, Karte. Ich glaube nicht, ne? Karte deckt auf? Nee, da geht's nirgendwo hin. 75? Okay. Ich frage mich, wie viel wir insgesamt töten müssen. Um die 100 wahrscheinlich, ne? Aber wären wir ja schon gleich fertig. Kann ja gar nicht sein. Wahrscheinlich eher so... 200? Mal gucken. Links ist nichts. Oder? Ne. Vorne nichts. Ja. Was? Ach, jetzt kommen da neue Gegner. Okay. Warum auch immer. Nee, eigentlich Eis, ne? Zählt er denn auch Eis jetzt? Oh ja, verdammt. Ich hab gerade zwei allein getötet. Ich bin so stolz auf euch. Okay. Ging es irgendwo runter lang, ne? Okay. Nicht, dass wir bis jetzt verpassen konnten. Ich sollte die Eiswaffen vielleicht weglegen aus der Leiste. Wow. 300. Ja, ne? Krittet sogar noch mehr.
yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Nicht despawn, okay. Wow, der ging schnell drauf. Oh, oh. Ja. War auch ein ziemlich gutes Team dabei. Also du bist schon die Schwächste hier im Team. Und sie ist ja passabel. Also. Und jetzt über 112 Kreaturen. Dass an bestimmten Werten angezeigt wird oder weiß ich, alle 3 Minuten oder sowas. Bevor ich da hingehe, muss ich mal die Karte überprüfen. Wenden kann man nirgendwo. Okay. Hier wäre nirgendwo ein Weg gewesen, ne? Also wir müssen diesen Schlüssel nehmen und kann man nicht durch, ne? Ne, okay. Gut, gut, gut. Einmal kurz auswechseln. Das hier. Alle, hä? Da geht's noch runter. Da müssen wir auf jeden Fall noch hin gleich. Könnt ihr euch sammeln? Sehr gut. Die Blocken finde ich heute momentan, also es hat sich schon gelohnt auf jeden Fall. Die Blocken da jetzt mit rein zu. Böse, 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 böse. Das ist mein Tod. Also, nee. Zum Glück haben wir Defense hier mitgebracht. Autsch! Wenn mich nicht rauslassen. Dann halt so. Ja. Wo willst du hin? Was ist hier? Nichts. Okay. Noch 10? Noch 10? Gleich durch dann, ja? Wow, macht das wenig Schaden. Das war der Test. Oh, okay. Huh. War doch gar nicht so schwer, wie ich dachte. Also, cool. Hey, you're not bad at all. Und das einfach nur 150 Feinde besiegen, ist eine der liebsten Missionen, die man so machen kann. Also die kann man später auch immer wieder machen. Ah, Stärke S5. Okay. Wirbelbresche habe ich schon, ne? Wirbelbresche? Ich glaube, ja. Ja, können wir irgendwann verkaufen dann. It looks like the last of them. Yeah.
I've just received a communication from HQ. Once Area A has been secured, return to HQ. Fine by me. All right! We gotta go home! What's wrong, Lou? Ich glaub nicht. I'm receiving a distress signal. From where? The plant is in Area B. It is from Captain Fulian Kurtz. Kurtz? I heard that Area B was hit the hardest. They're probably short-handed. Serves him right! Fuck you! Hilf ihm doch! Meine Güte! When the time comes, you guys stay out of our way! He's not talking so proud now! He thinks we're gonna help him? Ja, deswegen hat Distress Signal gesendet, oder nicht? I've received another communication from HQ. They are abandoning Area B. The zone is too hot. What about Kurtz? He is still sending out a distress signal. They're leaving him there? Ah, well, what can you do? We can help him. What? But why? Because the Allied Army is our ally. Isn't it our responsibility to help our allies? Yeah, he's right. No. That's what the Guardians are here for. Hey, wait a moment now. You mean to tell me that you're going to go off and help him after all that he said? That's right. We don't leave anyone behind, no matter who. Huh? Lou, what about you? I, too, am a guardian, so I will accompany you if that is your wish. Yay! Huh? Oh, come on! We've done enough! Can't the damned Allied Army take care of itself? That's it. Let's go. Right. No, come on. But, no, wait for me! What, you're just gonna leave me here? Oh, wird dunkel, hä? Wir sind jetzt wieder am Lager, aber es ist schon dunkel. Anscheinend sind hier die stationierten Truppen schon weg. Verdammt. Ich habe fast gar nichts mehr. Ich müsste meine Ausrüstung auffüllen. War das gerade... Er müsste seine Aufrüstung ausfüllen. Ich wette, wir sehen gleich Bruce, oder? So wird es schwierig, unsere Mission fortzusetzen. Und Kamera schwenkt nach links, rechts. Hä? Irgendwo. Aber wir müssen Kurtz helfen. Hey, ihr! Ich wusste es. Ihr braucht wahrscheinlich meine Hilfe, oder? Oh, Mann. Warum? Super Typ. Du! Hey, Ethan. Ich habe dich da draußen beobachtet. Es ist mir vollkommen egal, ob du ein Cast oder ein Guardian bist. Du hast auf jeden Fall was drauf, Junge. Also, ich habe heute ein paar ganz besondere Angebote zu unglaublichen Preisen. Was zum... Du verlangst Geld von uns? Das Leben ist teuer. Und dieses Angebot... steht nur für kurze Zeit. Das wäre sein Text gewesen, oder? Das Bruce seiner. Ja, perfekt. Erstmal, warte mal. Erst quatsche mit dir. Kurz ist in Gebiet B. Das weißt du? Die anderen Truppen der Allianz sind schon weg. Ihr seid die einzigen, die ihn retten können. Zeigt allen, was die Guardians drauf haben, Ethan. Okay. Warum steht da Laden? Fragezeichen. Wir wissen doch, dass er wie er heißt, oder nicht? Ist das eine bessere Waffe als meine, die ich habe? Muckarat. 500 Angriff. Wow, warte mal. 500 klingt viel. Ja, ist besser auf jeden Fall. Okay. Wird gekauft. Anderes leider für Fernkampf. Auch interessant, oder? Bogen hat 600 Angriff hier. In dem Fall. Das normale das. Naja. Immer noch was zu verkaufen. Schutz. Das hier ist unser altes Ding, ne? Das brauchen wir nicht. Das haben wir doppelt. Das ist Technik. Was? Geschwindigkeit? Halt. Verlangsamt Technikangriff. Aber erhöht Technikpunkte. Oh, das ist gar nicht so schlecht. Also, nee, Technikpunkte ist Angriff. Nee, dann brauchen wir das nicht. Nicht mit Ethan. Oh, warte mal, das ist es doch, ne? Wirbelbrecher haben wir schon, ne? Die ist leider scheiße. Okay. Genau.
Kann auch weg. Ich weiß nicht, ob ich das Shuttle auch weg. Ja, doch. So, dann laden wir einmal unsere PP auf. Und sortieren einmal unsere Sachen neu. Die Waffen sind mittlerweile ganz schön schwach, ne? Also da haben wir auch ewig kein Upgrade mehr anscheinend. Ah, den alten hätten wir verkaufen können. Da muss ich erstmal. So, jetzt die Frage. Das ist ja dieser Schwung, ne? Und irgendwie ist. Also den habe ich ja von Leo bekommen. Irgendwie ist der ungeil, ehrlich gesagt. Und der hier ist besser, oder? Jetzt gucken, wie viel Combo. Dreier. Hätte ich den mal wieder nehmen und den anderen ignorieren erstmal. Hätte ich von vornherein machen sollen, den gar nicht erst skillen sollen. Aber man muss ja austesten, wie gut das ist, ne? Also haben wir jetzt hier da so einen Doppelstich nach vorne. Also die beiden Waffen müssen wir dann verkaufen. Auch der Dolch ist hier ganz schön schwach, ne? Haben wir auch lange kein Upgrade mehr anscheinend, oder was? Weiß er nicht. Oder wirkt das nur so? Jetzt haben wir hier den Angriff. Okay, haben wir sogar die Zweier-Kombo schon. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal benutzt habe. Gut, dann können wir jetzt hier gleich weitermachen. Warte. Wir machen einmal. Yeah! Sehr gut. Nee, aufladen. Speichern wir drüber. Und dann geht's weiter. Dagora. Ah, da könnten wir wieder zurück. Wenn wir wollten. Zum Einkaufen oder was? Beeil dich, Ethan. Jetzt renne ich hier gerade nur sinnlos um die Basis rum, ne? Egal. Irgendwann werden wir schon am Ziel ankommen. Jetzt auch nicht rein. Ich glaube, das ist jetzt keine Sackgasse. Nein. Sonst. Ja gut. Dann haben wir diese Ecke auch mal gesehen. Mach ich gleich nochmal machen. PP generieren ja, während wir unterwegs sind hier. Na, da kommen doch bestimmt gleich Gegner, ne? Ja. Den hier. Hält aber doch schon einiges aus. Wir sind jetzt auf Level 51. Viele der anderen Gegner waren ja so auf Level 40 rum, ne? Wo wir 150 von töten müssten. Ach nö. Einziger Weg hier raus. Und noch da hinten noch extra Kisten gesehen. Autsch! Hat den gerade mit der Fernkampfwaffe getootet? Wow. Den Feuerangriff kann man aber im Spiel auch wirklich häufig gebrauchen, ne? Gerade am Anfang braucht man eher, glaube ich, genau das Gegenteil, Eis. Aber, weiß nicht.
Also jetzt hier, in dem Bereich ist auf jeden Fall ganz oft, dass wir mit Feuer sehr viel Schaden machen. Nicht wahr, meine Lieben? Drei Schuss. Piu, piu, piu. Oh, das nervige Geräusch ist weg. Schade. Machen wir das mal wieder rein. Hey, jetzt haben wir zwei nervige Geräusche. Eigentlich ist das jetzt, also jetzt hier müsste eigentlich so eine Zeitbegrenzung sein, oder? Also ist ja, okay. Diese Missionseinschätzungen sind ja auch nicht Zeitbegrenzung eigentlich, aber trotzdem. Du warst Feuer? Ja. Upp, da ist er. Autsch, das macht so einen Schaden. Ah, die Kralle macht so viel Spaß. An dem Feuer auch sterben kann? Mal gucken. 21, 21. 21? Komm schon. Das ist doch nicht mehr viel. Ach, Mann, oh. Ihr gebt mir einfach nicht Befriedigung hier. Noch ein. Wow, das ist auch schon auf. Oh, fuck. Ich will keinen Angriff minus kriegen, danke. Sollten wir schön auf Fernkampf bleiben. Gut. Gut, down. Da geht's jetzt weiter. Ja. Sieht nach einem neuen Gebiet aus, auf jeden Fall. Gucken wir uns hier nochmal um. Wir haben ja unendlich viel Zeit. Wir haben da hinten noch Kisten gesehen, die da gleich rechts sein müssen. Ja. Das sind krasse Kisten. Können da Alka-Egos drin sein? Ja. Genauso. Sowas habe ich erwartet. Ist das alte Ego, was ich vorhin verbraucht habe, schon wieder drin? Wie viel haben wir denn davon? Drei noch oder vier? Und unser extra Leben? Drei. Ich glaube, ein oder zwei haben wir auch noch an der Bank. Die wir für, weiß nicht, schlechte Zeiten aufheben oder so. Einfach. Die wir einfach in der Bank lassen, bis sie verrotten und verschimmeln, auf jeden Fall. Ne, auch hier nicht. Ich dachte, die Option, so Gebüsche und sowas zu scannen und die dann kaputt zu machen für extra Loot, gibt es in allen Gebieten, aber hier irgendwie. Ne. Ne, sollte ich in der Wüste vielleicht gar nicht erst wieder probieren, keine Ahnung. Ist ein abgesperrtes Gebiet vielleicht? Sind hier Gegner? Sonst würden hier welche spawnen. Ja. Sehr gut. Ihr seid Erde, Feuer. Feuer. Verdammt. Gut. Jetzt du. Okay.
Wow, hat Luda so ein Raketenwerfer-Ding? Wow, was ist das für eine Waffe? Warte mal. Was gibt's denn da? Ach, da links unten. Das, was grau ist bei mir. Das so von den, also... Warte mal, ihr seht das ja, ne? Moment. Das da müsste sein. Das ist der Launcher, glaube ich. Den müsste Luda gerade tragen. Interessant. Also ist sie, gemischt eigentlich, ne? Von den Typen her. Ich dachte immer, sie ist Nahkampf einfach. Ah, sie scheint hier Fernkampfkrams zu haben. Ist hier irgendwas, oder? Gut. Karte zu Ende ausgemalt. Damit schon 4 Level gemacht hier, ne, in der Mission. Also, ne, man merkt halt bei Missionen, wo es hauptsächlich darum geht, einfach ganz viele Viecher zu töten, da kriegt man ganz viel Erfahrung. Wer hätte das gedacht? 10 Angriffe mehr wieder. Wow. Hasse es, wenn die so eine lange Spawn-Animation haben. War richtig. Ne? Spawn-Animation. Ist schon tot. Wenn mir irgendwer anders die finale XP geschaut hat. Besser. Das ist halt ein Unterschied, ne? Entweder kriegst du halt 900 irgendwas Erfahrung oder 1300. Wenn du halt den letzten Schlag machst oder wenn du nur beteiligt warst. Okay. Ja, der Schlüssel? Hä? Da links war doch noch eine Tür, ne? Wer hier für? Ach was. Okay. Kommt mal her, Jungs. Sterben? Nur 900, aber hä? Hä? Ja, da war doch aber eben noch so ein anderes Schlüsselding. Da, in der Richtung. Achso. Okay, kann man auch da lang? Schauen wir uns einfach mal um. Mhm, ja. Hier ist der Key dafür. Okay. Wir müssen schon da, wo ich eben gerade vorstand, lang, oder? Eigentlich. Gibt es jetzt nur extra Loot oder sowas? Aber hey, vielleicht kriegen wir so eine... Also ich habe ja immer die Hoffnung, wenn wir irgendwelche versteckten Wege nehmen, dass wir dann irgendwie so ein Special-Item finden, das es nur da gibt halt. So wie diese, ne? Pistolenwaffe da. Die hier. Die wir langsam auch mal austauschen sollten. Die echte Pistole. Jetzt gehen wir hier. Na, einmal machen wir das U gleich nach rechts. Na, jetzt ist Mana ist schon wieder voll. Benutzen wir das ruhig einmal. Ey, es ist so entspannt, wenn du einfach keine Zeitbegrenzung hast und einfach durchlaufen kannst, wie du willst hier. Weil ich weiß, das liegt auch ein bisschen an mir. Ich hetze mich dann selber so.
Und ich sehe, oh, ja, hier, ich werde gerade bewertet. Panik. Los, los, los. Oh Mann. Man merkt jetzt auch, dass ich immer häufiger kritte. Das macht sich sehr bemerkbar. Meine Crit-Chancen sind auch höher mit diesem Buff vielleicht? Ich weiß nicht. Hier ist kein Weg. Aber danke, Karte. Ist hier irgend... Da ist was. Ganz tolles Tool. Mit nichts drin. Ach komm, Ach, hier noch mehr. Das sind die guten Thronen, ne? Alter Ego. Ja, ist auch gut. Zwei Alter Egos. Das hat sich schon ein bisschen gelohnt, ja. Mehr extra Leben. Mit Zeit, dass wir unseren Roboterkollegen mal finden. Den wir eigentlich gar nicht mögen. Nicht so richtig zumindest. Mir schwant auch schon, was jetzt kommt. Dieser Magog-Dings, oder wie der heißt da? Diesen fliegenden Boss, den müssen wir jetzt bestimmt töten, oder? Das ist bestimmt eine Version davon. Oh, oh, oh. War er das? Nee. Das normale Soldat. What happened here? Don't tell me everyone's dead. No, I can still detect a distress signal. Huh. Do you know where the signal's coming from, Lou? Yes. Over there. Captain. Hey, hang in there. Er lebt noch. You, what are you doing here? We got your distress signal. We came to rescue you. Get out of here. This place is overrun by the Seed. You'll die if you stay here. Will you shut up? We're trying to help you here. I don't need your sympathy. We've already been abandoned by the Allied Army. Warum dann das Notrufsignal? All my soldiers have been killed. I can't be the only one to leave alive. What good would that do? If you care about your men, you'd fight to stay alive. He's right. If you make it, you can fight on. For everyone who died here today, all right? Something is approaching. What? Where? Na? Ist das der Boss, den wir in dem Cutscene gesehen haben? Ja, ja, ja. Der nette gesagt. Buff habe ich hier. Nicht fliegen, nicht fliegen. Dima Golos. Okay. Macht er gerade? Wirbelwind, okay. Kannst du landen? Das wäre super. Er bewegt sich. Lande! Los! Ah. Come on! Im Ernst? Im Ernst? Ja, komm schon. Ich muss den runterschießen mit irgendwas. Okay. Nimm das Knie. Und ganzes Bein. Bam. Ich glaube, das war guter Schaden. Mhm. Machen wir einfach nochmal nach. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Will da nicht drin sein.
Landest du? Nein. Knie, 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 knie. Und bam. Ach komm, kann ich mal länger unten bleiben? Mir ist alles null Schaden macht. Irgendwie lustig. Ja. Kann ich das befreien? Nee. Tut mir leid für euch. Komm, ey. Ah, wie der immer nur ganz kurz unten bleibt. Aber wo landet der überhaupt? Jetzt stecke ich da drin. Ich kann nichts machen. Ja. Runter. Nee. In Bewegung bleiben. Was gibt's denn mit dem Zeugs? Ist der Wirbelsturm. Wo ist der da? Geh, du landest jetzt in deinem Wirbelsturm. Jawohl! Ich wette, wir haben viel zu lange gebraucht. Trotzdem. Wie gemein. Your abilities are acceptable. Wie gemein, ey. Ah. Und hallo Huddle, ey. Wenn das so vorbeischaust. Ach ja. We defeated it somehow. I've received a communication from the doctor. The unification point countdown is about to start. Ooh, it's only a matter of time now. Hey, look over there! Uh-oh. Huh? Where'd they all come from? I think we better get out of here. They're coming too fast. I'll hold them off. You all make a run for it. Kannst auch kaum noch stehen, Mensch. I don't think so. We're all gonna go home together. You need us, and we need you. Hey, the man's got a point. Fools, you're more stupid than I thought. You cannot win this fight. Doch. I love a challenge. Try saying please. You'll get a better response. Oh, well then. Can't jump off a speeding train. Count me in. I've never been called stupid before, but I will stay and help as well. Suit yourselves. Außerdem bin ich der Main-Charakter. Also habe ich Plot-Armor. Mir kann niemand was. Alright. Let's go! Yeah. Yeah. Auch schön, dass Lou die dickste Waffe hat. Wo sie der kleinste Charakter ist, quasi. Schlecht. Optisch. Ja. Hat's geklappt? Cool. So this is the unification point. I've never seen such power before. Whatever it is, it sure came right on time. The seed and the monsters have been sent to an alternate plane. Du hast ein Gesicht. Thank you, Ethan. You too. It would appear that I have misunderstood you humans. And beasts. Yes, and beasts. And cats. You sure are one to talk.
I do not understand what is so humorous. Oh, die Musik gefällt mir nicht. Mr. Weber, well done. We did it, Doctor. We're safe. Yes. From now on, we shall fear the seed no longer. Ethan, can you hear me? Hyuga! We did it, man. We got him. How are things over there? Not good, Ethan. Not good. What do you mean? We landed right on the small satellite. But it turned out to be a seed nest. What? Überraschung. Ihr habt doch gesehen, wie das Ding aussieht. More seed are being born every moment. You mean there's more seed left? The satellite's orbit is outside that of the three planets, so it wasn't affected by the field. Damn. They're just going to keep coming back. When is this going to end? Ethan, we really need your help. Something terrible is gonna... Maya! Hyuga! Communication disconnected. What's going on? Cliffhanger.